Hello, heute geht's rund auf meinem Kanal. Ich dachte, ich schminke mal ein Weihnachts-Make-up, aber nur mit Produkten, die ich hier habe. Dinge, die wir zu Hause haben. Da können wir auch einen schönen Look draus zaubern. Ich habe heute beste Laune, also lasst euch nicht irritieren. Wäre ja auch ein Wunder, wenn ich 2 Tage vor Weihnachten keine gute Laune hätte. Ist echt so, ne? In 2 Tagen ist schon Heiligabend und vermutlich machen wir uns alle Gedanken, wie wir uns schminken könnten oder wie wir uns zurecht machen könnten. Und ich bin ganz ehrlich, bei den Haaren bin ich nicht so besonders einfallsreich, speziell an solchen Tagen nicht, wenn es schnell gehen muss und wenn ich dann irgendwas versuche, was ich vorher noch nie versucht habe, mit Flechtfrisuren, Hochsteckfrisuren oder ähnlichem, dann geht das sowieso nur in die Hose. Und sind wir mal ganz ehrlich, gerade Heiligabend sind andere Dinge wichtiger als der Sitz der Haare oder das Make-up. Trotzdem wollen wir uns natürlich wohlfühlen. Bei mir ist es so, also Heiligabend am Morgen, da beschäftigt man das Kind, weil es ja so aufgeregt ist. Man geht vielleicht raus, man geht spazieren, man möchte was schnell geht, worauf man sich verlassen kann, was gut hält und was vielleicht am Abend noch so ein bisschen aufpimpbar ist. Und bei den Haaren bin ich oft so, dass ich sie dann am Tag vorher entweder schon schön wasche und föhne und zurechtlege, sodass sie dann an dem Tag auch noch gut aussehen. Oder ich binde mir einfach einen Zopf, so wie ich das heute gemacht habe. Aber es gibt ja ganz, ganz viele andere tolle Kanäle, auch hier auf YouTube, die super schöne Frisurenvorschläge machen. Beispielsweise Olesja hat es immer drauf. Also das gucke ich mir total gerne an, was sie da immer zaubert. Sie macht auch ganz einfache Sachen. Nur ich bin da zu dusselig zu. Ich kriege das immer nicht hin. Ich habe da wirklich 2 linke Hände und fummel mir da immer einen ab und dann sieht das am Ende doch nicht gut aus. Bei mir muss es wirklich immer super schlicht sein. Trotzdem werde ich dieses Jahr auch wieder bei Olesja vorbeischauen und mir so ein paar Inspirationen anschauen und mal gucken. Vielleicht mache ich dann Heiligabend doch eine schöne Frisur. Ansonsten hatte ich mir überlegt, kann man sich vielleicht auch aushelfen mit so Accessoires? Ich habe hier so ein schönes Samthaarband. Guck mal, wie das aussieht. Jetzt hätte ich einen Heiligenschein. Zumindest habe ich gedacht, wäre das ganz schön, um die Haare so zurückzuhalten. Soll ich das jetzt einfach mal auflassen? Nur mich zu schwich, ich lasse das einfach mal auf. Ne? Ist ja heute sowieso ein lustiges Video. Ich frage mich gerade, wer überhaupt dieses Video gucken wird. 2 Tage vor Weihnachten sind alle immer so ein bisschen im Superstress, ne? Und müssen noch irgendwie Geschenke besorgen, einpacken, was auch immer. Naja, egal. Ich schminke mich jetzt einfach nur für mich. Ich dachte, ich nehme so ein bisschen als Inspiration einen Look, den ich vor einiger Zeit bei Instagram getragen hatte, wo so viele nachgefragt haben, weil ich die Augen so dunkel habe, glaube ich, daran lag es, ne? Also das Augen-Make-up, insgesamt mein Make-up hat vielen sehr gut gefallen. Ich gebe zu, ich bin ein bisschen vergesslich und wenn ich mir das nicht vorher merke oder aufschreibe, dann weiß ich ein paar Tage später nicht mehr, was ich an dem Tag genau getragen habe. Ich kreiere das jetzt nach mit Produkten aus der Drogerie. Ich nehme das Ding wieder ab. Das irritiert mich. Das irritiert mich schon im Augenwinkel. Ich glaube, wenn die Haare offen sind und man das damit, ne, dann kann das gut aussehen. Deswegen starte ich jetzt und gebe einen Tipp, den ersten Tipp für ein Weihnachts-Make-up. Am besten morgens schon schön die Haut pflegen und bevor man so loslegt mit dem Make-up, auch schon mal so ein bisschen Zusatzpflege vielleicht auftragen. Wir wollen uns ja gut fühlen, die Haut soll gut aussehen. Ich trage mir hier jetzt noch eine Augenpflege von L'Oréal Paris auf, die Revita Lift 1,5% pure Hyaluronsäure und Koffein ist da drin. Und das Schöne ist, hier sind halt diese Kugeln dran und die sind schön kühlend unterm Auge und die schwellen auch dann schon mal so ein bisschen ab. Schadet ja nichts. Und das kann dann auch so ein bisschen einwirken und ich klopfe das manchmal dann noch zusätzlich so mit den Fingern ein, wenn mir das nicht schnell genug geht mit dem Einwirken, wobei ich ja jetzt eigentlich Zeit habe. Wenn ihr schon eingeschaltet habt und das so nebenbei laufen lasst, dann werdet ihr auch Zeit haben. Und dann gebe ich mir das auch noch so ein bisschen die Reste über den Lippenrand hier so drüber, weil da machen sich auch erste Fältchen bemerkbar und da kann man sehr schön auch die Augenpflege so drauf tupfen. Dann hat man die Lippen schon mal so ein bisschen vorbereitet. Außerdem dachte ich, für tagsüber etwas auf die Lippen zu geben, was pflegend ist. Ich habe mich heute hier entschieden für den Lifter Gloss von Maybelline. Das ist dieser fast farblose Nummer 20 Sun heißt der. Der hat wirklich nur so ein bisschen Sparkle mit drin und so ein bisschen Glanz. Und das finde ich eigentlich ganz schön so für tagsüber, wenn man jetzt so kocht, spazieren geht, was auch immer, dann hat man auf jeden Fall so ein bisschen schöne gepflegte Lippen, die so ein bisschen voller wirken und die sich sehr, sehr schön geschmeidig anfühlen. Das riecht auch sehr angenehm und fühlt sich butterweich an auf den Lippen. Und das ist so mein Tipp so für tagsüber. Und das Make-up soll ja von morgens bis abends halten. Und ich hatte ja vorhin gesagt, dass es schön wäre, wenn man es abends noch so ein bisschen aufpimpen kann. Und das zeige ich euch jetzt. Meine komplette Basis ist von L'Oréal Paris. Das ist kein Geheimnis, dass ich diese Kombination sehr gerne mag und dass sie bei mir auch Bombe hält. Als erstes trage ich den Infallible Super Grip Primer auf. Den mag ich so, so gerne, weil der bei mir dafür sorgt, dass das Make-up wirklich einen Grip hat.
also wirklich gut hält und dann auch nicht über den Tag zerläuft oder speckglanzmäßig wird oder fleckig wird oder so. Also den liebe ich und den benutze ich immer, wenn etwas wirklich lange halten soll und wenn ich irgendwo eingeladen bin oder eine Party ansteht oder ähnliches und das soll wirklich bombenfest halten. Dann nehme ich den sehr gerne zur Hand. Heute trage ich auch mal ein bisschen mehr auf. Und hier bin ich mir ziemlich sicher, dass ich diese Kombination auch auf dem Bild getragen hatte. Dann habe ich hier die Infallible 24 Stunden Matte Cover Foundation. Ich liebe die Farbe 260. Die heißt Golden Sun. Ich habe auch andere Farben da, aber die passt mir immer am besten und die ist jetzt auch leider schon fast leer. Ich glaube, ich brauche da mal eine neue. Ich trage sie zuerst mal mit einem Pinsel auf. Ich nehme erstmal ein bisschen weniger und starte so auf einer Gesichtshälfte, verteile das so in leicht kreisenden Bewegungen. Wie gesagt, das funktioniert sehr gut auf dem Primer. Man kann sie gut verteilen darauf, auch mit dem Pinsel so. Und das hält dann eben am Ende des Tages auch länger. So, jetzt habe ich diese Gesichtshälfte hier so gemacht und die Stirn auch schon. Und da sieht man schon, hier kommen eben meine Rötungen raus und hier ist alles schön abgedeckt. Und das wird auch bis abends halten, das weiß ich. So, Kinn und Hals nicht vergessen. Nase habe ich jetzt noch mal ein bisschen was nachgenommen, um hier halt rechts und links wirklich meine Besenreißerchen und so weiter abzudecken. Was haben wir denn hier? Ein Haar? Das ist aber ungewöhnlich. Das ist das erste Haar, das dieser Pinsel verliert. Das ist der gute. Also ein Foundation-Pinsel von Jack's Beauty Line. Der hat noch nie ein Haar verloren. Irgendwann ist immer das erste Mal, ne? Ich mag es ganz gerne, wenn ich etwas mit dem Pinsel aufgetragen habe. Danach noch mal. Hier ist noch so ein Haar. Diesmal ein weißes, ach, das ist ein Bella-Haar, Entschuldigung. Da kann der Pinsel nichts für. Ich mag es gerne, das dann nochmal mit einem feuchten Beauty-Schwamm so in die Haut einzuklopfen. Ich habe dann immer irgendwie das Gefühl, das hält noch besser und verbindet sich irgendwie nochmal anders mit der Haut und verblendet sich so, gerade so am Haaransatz vielleicht. Dann sieht das alles irgendwie noch ein bisschen harmonischer aus. Vielleicht ist es auch nur Einbildung, keine Ahnung. Aber den Beauty-Schwamm brauche ich ja sowieso für den Concealer. Da habe ich mich ebenfalls für einen passenden aus der L'Oreal Infallible-Reihe entschieden. Das ist der More Than Concealer. Ich weiß gar nicht mehr, ob es die noch im Handel gibt, aber ich glaube schon. Die Farbe 331 Café au Lait. Und da gebe ich mir wirklich nur wenig auf, weil ich finde, die Foundation selber hat schon viel geschafft. Aber ich brauche noch ein bisschen was hier im Innenwinkel und hier außen. Und da gehe ich jetzt hin und verklopfe das oder vertupfe das mit dem Beauty-Schwamm, so im Inneren des Auges und so ein bisschen darunter. Und dann fahre ich auch so ein bisschen über das Auge. Dann habe ich nämlich eine sehr, sehr schöne Basis für den Lidschatten gleich. Und hier hinten am hinteren Ende meines Auges habe ich auch manchmal so eine Verfärbung, die mich nervt, die ich nicht sehen will. Und da gebe ich auch immer noch mal ein bisschen was auf. Seht ihr, wie doll das auch aufhält? Und damit kann man also sein ganzes Gesicht eigentlich auch nochmal so ein bisschen formen. Alles, was heller ist, kommt ja so hervor. Und alles, was dunkler ist, tritt in den Hintergrund. Und ich mag diese Kombination sehr gerne. Und er funktioniert auch sehr gut als Lidschattenprimer. Also wenn ihr da Abdeckkraft braucht, seid ihr hier richtig. Ich rutsche immer weiter aus dem Bild, ne? Ups, upsi, wollte ich nicht, Entschuldigung. Und jetzt ist erstmal alles richtig schön abgedeckt und ich weiß, es hält mir bis abends. Legen wir mal die, jetzt habe ich schon 4 Produkte von L'Oréal Paris gezeigt, ne? Ja, ist so. Geht auch gleich weiter mit L'Oréal. Da habe ich mich nämlich für ein Produkt entschieden, was die Augen betrifft. Das hatte ich anders gemacht, aber ich wollte jetzt heute ja in der Drogerie bleiben und das mit Drogerieprodukten nachkreieren. Warum habe ich jetzt kein Augenbrauenprodukt hier? Verdammte Axt. Da nehme ich jetzt eine Kombination ebenfalls aus der Drogerie natürlich. Einmal den NYX Augenbrauenstift in Ash Brown. Da fahre ich mir erstmal mit dem Bürstchen hier so durch. Und der ist so ganz, ganz fein. Und da zeichne ich mir im vorderen Bereich erstmal ein paar Härchen nach. Und gebe so die grobe Form vor, wie ich meine Augenbraue so geformt haben möchte. Und um das Ganze noch zu verdichten, nehme ich noch den Tattoo Brow 36 Stunden von Maybelline, der gerade nicht angespitzt ist. Also muss ich ihn noch schnell nachspitzen. Damit kann ich dann nochmal so drüber fahren und verdichten. Also das geht richtig, richtig schnell mit dem, weil er so dick ist. Der füllt so pudrig auf. Ist auch immer ganz schön. Und da ist auch ein Bürstchen hinten dran. Kann man auch nochmal verblenden. Was so eine Augenbraue ausmacht, ne? Immer wieder faszinierend. So, wenn das geschafft ist, greife ich zu einem Puder von Tamtam Beauty und zwar zu dem Translucent Powder. Ist auch weitestgehend Drogerie, also das wurde ja in der Drogerie verkauft, ist aber immer nur begrenzte Zeit. Aber
TamTam Beauty hat ja einen eigenen Online-Shop. Und ich glaube, da gibt es das Puder dann auch zu kaufen. Das gibt es einmal in Translucent und einmal in Banana. Und ich trage mir hier Translucent auf. Ich habe schon fast zu viel genommen. Aber zu viel gibt es da nicht. Das kann man immer wunderbar nachher wegfegen. Ich will damit sagen, mehr brauche ich jetzt nicht. Ich habe jetzt unterm Auge ein bisschen mehr aufgetragen. Das bleibt jetzt auch erstmal da. Umso besser kann man es nachher nämlich wieder wegfegen. Und dann geht's los mit den Augen. Schwarz. Ich habe wirklich überlegt, ich hatte ein Nicht-Drogerie-Produkt verwendet für meine Augen. Und zwar von Bobbi Brown, diesen Gel-Eyeliner hier in diesem Glasfläschchen in Schwarz. Jetzt habe ich ja gesagt, Drogerie. Und was passt da am besten? Also zum einen komme ich gut klar mit dem Kajalstift von L'Oreal, der Le Liner, der ist schwarz. Den trage ich mir heute allerdings nur auf der Wasserlinie oben. Das könnt ihr weglassen, wenn ihr das nicht so habt wie ich. Bei mir sieht man die Wasserlinie immer recht deutlich, wenn ich sie nicht nachmale. Dann habe ich überlegt, was kann ich denn als Eyeliner nehmen, was man auch gut versmatchen kann, ähnlich wie ein Gel-Eyeliner, weil dieser Look, der steht und fällt mit dem Schwarz. Das kann man einfach nicht anders sagen. Ich gebe mir auch ein bisschen was auf der unteren Wasserlinie auf von dem Kajalstift. Versuche auch hier zwischen die Härchen zu malen, damit ich das jetzt gleich gut verblenden kann. Und dafür nehme ich einen Pencil Brush. Da fahre ich dann ganz nah an den Härchen entlang. Und am oberen Wimpernkranz, da habe ich an der Age Perfect Theke dieses Schätzchen hier gefunden. Das ist der Creamy Waterproof Eyeliner in 01. Und wenn man den aufmacht, ist das auch ein Stift zum Rausdrehen und der ist wirklich schön cremig. Ich gucke jetzt gerade in den Spiegel, schließe mein Auge und fahre ganz nah an den Wimpernhärchen entlang. Ich fahre jetzt erstmal nicht raus, ich mache da jetzt keinen Wing oder sowas. Ich achte nur darauf, dass es nicht so aussieht wie jetzt, wo jetzt hier noch so ein Punkt Haut durchguckt, sondern ich achte darauf, wirklich alles zu erwischen und gehe ungefähr so bis zur Mitte. Und auch ein bisschen dicker. Und hier hinten gucke ich, dass ich hier so die Verbindung finde zum unteren Wimpernkranz. Und da gehe ich jetzt auch ein bisschen raus. Ungefähr so. Und dann darf das nicht so lange trocknen, sondern dann fahre ich mit diesem Pencil Brush hinterher und verschmiere das sozusagen. Damit das nicht mehr ganz so hart aussieht und man kleine Fehlerchen in einer unruhigen Hand beispielsweise nicht so sieht. Dann kann man das nämlich schön bis nach vorne ziehen, weil vorne wird es ja dann immer schwächer. Ich habe ja erst in der Mitte angefangen zu zeichnen, zu malen. Und dann habe ich auf jeden Fall erstmal eine schöne schwarze Basis. Und dadurch, dass ich das hier unten gemacht habe und hier unten am Wimpernkranz die Verbindung gesucht habe zu oben, bin ich jetzt hier auch nicht zu tief abgesackt, sondern es hat immer noch diesen leichten Lifting-Effekt nach oben. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Es ist auf jeden Fall eine schöne Basis, um darauf jetzt gleich weiter zu schminken. Ich frage mich gerade, wie ich dieses Video nenne. Das wird schwierig. Es ist ja gar kein richtiger Christmas-Look, aber irgendwie doch. Ich gebe auf jeden Fall Tipps zum Weihnachtslook. Aber auf der anderen Seite schminke ich ja auch einen Look nach, den ihr so toll fandet. Dann konnte ich mich nicht mehr erinnern, welche Lidschattenpalette ich verwendet hatte für den Look. Ich meine, es wäre die MAC Library Nude Model Palette gewesen. Bin mir aber unsicher. Es kann auch diese hier gewesen sein. Und die wäre aus der Drogerie. Die Five in a Box von Catrice. Mag ich total gerne. Am besten finde ich eigentlich immer noch die 020 Soft Rose Look. Wenn ihr mal schauen wollt, da könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, warum. Da kann man also richtig schönen, rosigen Look mit schminken, mit noch so einem Highlight dabei, einem schönen dunklen Braun. Gut finde ich aber auch die Five in a Box, die ist glaube ich neu, Neujahr zumindest, die 070 Elegant Khaki Look. Wobei da nur diese beiden Töne so ein bisschen ins Khaki gehen, die anderen sind eben ja auch so ein bisschen schimmrig und schön. Ich nehme meinen eigenen Pinsel und gehe hier in diesen kühlen Hautton hinein, sage ich mal so, und fahre damit erstmal in der Lidfalte so ein bisschen hin und her und ziehe das auch so ein bisschen nach außen und gehe auch richtig hoch in die Lidfalte, um da so komplett einmal mit der Farbe so drüber zu fahren, über das komplette Augenlid. Dann nehme ich einen etwas dünner gebundenen Pinsel, aber einen Blendepinsel und gehe in das dunkle Braun hinein, klopfe ein bisschen ab und gucke jetzt möglichst gerade in den Spiegel und tupfe mir die dunkle Farbe hier außen hin und auch über diesen Eyeliner
und so ein bisschen nach oben. Seht ihr? Ich will nicht übermäßig rausziehen, das sieht bei mir bescheuert aus. Könnt ihr natürlich machen, wenn ihr die passende Augenform dazu habt und das bei euch gut funktioniert. Umso katzenartiger kann man das dann machen. Bei mir hängt schon alles so ein bisschen runter. Ist nicht mehr ganz so frisch und prall, wie es mal war. Und da kann ich nicht mehr so viel experimentieren. Und da muss man eben auch auf seinen Körper hören, beziehungsweise damit leben, mit dem Leben, was man zum Arbeiten bekommen hat oder beziehungsweise was sich da so entwickelt hat. Und das Beste draus machen, das ist sowieso immer das Beste im Leben. Und dann ziehe ich das auch hier oben so hin. So, seht ihr? So ungefähr. Ist noch nicht fertig, wird noch verblendet. Mache ich jetzt auf der anderen Seite genauso. Der Eyeliner, der ist dann nicht mehr ganz so schwarz, sondern der wird auch ein bisschen braun, logischerweise. So, so ist schön. Dann nehme ich mir einen frischen Blendepinsel zur Hand und blende jetzt hier nur die Kanten aus. Und dann nehme ich nochmal so einen flach gebundenen Pinsel, gehe auch in das dunkle Braun. Durch den Lidschatten wird das Ganze dann viel, viel weicher aussehen, als nur mit einem Kajal hingemalt. Und selbst wenn ihr den dann so verwischt, sieht das mit einem Lidschatten darüber nachher viel, viel besser aus. Was ich jetzt mache, ist optional. Also ihr könnt es so lassen, ihr könnt hier drin nochmal was Mattes drüber geben mit einem Pinsel. Am besten so normalen Lidschattenpinsel nehmen, da könnte ich jetzt nochmal den matten Roséton so drüber tupfen beispielsweise oder bei dem hellen Ton bleiben. Was ich gerne mache ist, ich nehme gerne diesen hellen Ton hier, wie so ein Highlighter und setze mir den in den Innenwinkel, einfach um das Auge zum Strahlen zu bringen. Kennt ihr von mir, mache ich eigentlich immer oder oft. Und das finde ich persönlich dann super schön. Ich nehme jetzt nochmal diesen Ton hier aus der Palette, also aus der Soft Rose Look Palette, weil das so ein bisschen so ein Taub-Braunton ist. Da nehme ich nicht ganz so viel und fange so in der Mitte an und arbeite mich nach vorne vor, nur so über mein bewegliches Augenlid, so etwa. Und das ist dann quasi auch schon mein Tagsüber-Look, der ja auch schon fantastisch aussieht, wie ich finde. Eigenlob stinkt, ich weiß, aber ich finde den super und das darf ich dann auch ruhig sagen. Dann nochmal mit dem Blendepinsel hinterher, aber nur wieder die Kanten verblenden. Paletten nicht ganz so weit weglegen, die brauchen wir noch. Jetzt mache ich mit dem Rest des Gesichtes weiter und zwar nehme ich von Essence das Contouring Duo hier. Contouring Duo Palette heißt die. Ich habe die hellere Variante jetzt hier gerade in der Hand. Die 10 Lighter Skin. Dann nehme ich Produkt auf. Klopfe ab und ziehe mir die Kontur hier so lang und hier am Ende gehe ich so ein bisschen runter. Seht ihr das? Also ja, ich forme damit quasi mein Gesicht ein bisschen stärker, als ich das sonst mache. Ich gehe hier so am Öhrchen hier so lang runter, verteile das und wenn ich den Rest hier dran habe, mit dem Rest hier nochmal so. Etwa. Da sieht man voll den Unterschied, ne? Selbst in der Kamera sehe ich voll den Unterschied. Ich hoffe, ihr seht den auch so deutlich wie ich. Ja, so mache ich das heute. So habe ich das nämlich auch bei dem Look, glaube ich, gemacht. Und das ist durchaus eine schöne Palette, finde ich, zum Konturieren. Kann man ruhig nachgreifen. Was ist denn heute mit den Pinseln? Der verliert auch hier so ein Haar, da steht eins ab. Das seht ihr wahrscheinlich nicht, aber hier ist eins so. Ja, da gehe ich dann mit den Resten, also ich nehme nicht nochmal Produkt nach, auch nochmal über meine Nase. Konturiere die auch nochmal so ein bisschen wenigstens. Und so ganz leicht mit den allerletzten Resten so rechts und links an meine Stirn. Das ist Kontur. Jetzt möchte ich natürlich noch ein bisschen bronzen und da hätte ich gerne was, was so ein bisschen schimmert. Und da habe ich mich erinnert. Erstmal fege ich jetzt die Reste von dem eventuell zu viel aufgestäubten Puder weg. Ihr habt es wahrscheinlich gar nicht bemerkt. Das hat sich nämlich irgendwie schon alleine mit meiner Haut verbunden und ist schon weg gewesen. Ich hatte ja vorhin extra ein bisschen mehr Puder drauf gelassen. Ich bleibe einfach bei dem gleichen Pinsel und nehme von Trend It Up den Natural Glow Bronzer in der Farbe 020. Das ist nämlich ein seidig zartes Bronzing Puder. Verleiht dem Teint ein sonnengebräuntes und frisches Aussehen mit lichtreflektierenden Pigmenten. Diese kaschieren optisch Hautunebenheiten und verleihen der Haut ein ebenmäßiges Finish.
Ja, dann mal los. Also ich finde den wirklich schön. Das ist auch gut beschrieben, was Sie da gemacht haben. Ich gehe jetzt mit beiden Seiten hier richtig schön rein und nehme ordentlich Produkt auf. Klopfe auch hier wieder überschüssiges Produkt ab. Und dann gehe ich oberhalb der Kontur mit der Spitze des Pinsels her und fange an, mir diesen Bronzer schön großflächig aufzutragen. Aber auch an der Stirn lang und hier unten lang. Und dann mache ich das auf der anderen Seite auch. Drehe den Pinsel nochmal um und dann hier unten. Und dann gucke ich, wie mir das Ergebnis gefällt. Mir ist es noch nicht genug. Ich drücke den Pinsel jetzt ein bisschen zusammen, nehme nochmal was auf und fahre nochmal so überhalb der Kontur drüber. Ich hatte mich irgendwie an mehr Glanz erinnert, aber der gibt schon so einen Glanz ab, ne? Seht ihr? Jetzt sehe ich den auch. Ich brauchte nur ein bisschen mehr Produkt. Wahrscheinlich ist der auch in meiner Schublade so ein bisschen eingeschlafen und dann ist es manchmal so, dass sich so auf der oberen Schicht irgendwie so eine Schlafschicht bildet. So nenne ich die immer. Die muss man erstmal abrubbeln, damit das Ganze wieder funktioniert. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ja, das finde ich schon mal sehr schön. Und dann ein meiner, ja, eigentlich mein liebster Blush aus der Drogerie von Trend It Up, auch wieder der Rosy Touch Blush in der Farbe 020. Den mag ich total gerne. Auch hier wieder ein kleinerer Pinsel. Und den werde ich mir jetzt genau hier so aufsetzen und das auch nach oben ziehen, dass es so einen Lifting-Effekt bekommt. Ich mag beide Farben gerne. Ich mische die oft, aber ich gehe jetzt speziell in den etwas dunkleren Ton hinein. So. Und ich muss das nochmal so ein bisschen noch auf der Handfläche so abschwächen. Und seht ihr, ich ziehe das hier so nach oben. So. Weil ich hier die Rötung haben will. Und nicht, wo sie bei mir natürlicherweise ist, nämlich hier. Das möchte ich nicht. Ich möchte das nicht. Und das ist ein richtig schöner, frischer Ton. Ich liebe den. Ich weiß nur immer nie so genau, wie der rauskommt. Der ist meistens zu stark. Deswegen habe ich mir angewöhnt, den entweder gut abzuklopfen oder sogar hier in meiner Handinnenfläche abzutupfen. Da muss man ein bisschen mit aufpassen. Aber im Moment stehe ich ja ohnehin so auf den Overblush-Look. Ich weiß gar nicht warum. Ich war vorher nie so ein Blush-Mädchen, aber jetzt auf einmal, auch seit ich diese Technik anwende, seit ich das nur noch hier im hinteren Bereich und so nach oben ziehe. Ich habe vorher auch immer gerne hier so geblusht oder großflächiger. Davon bin ich so ein bisschen weg und ziehe das wirklich nur noch hier so hoch. Das hat so einen richtig schönen, also auch das wieder mit dem Contouring und dem Bronzer, so einen richtig schönen Lifting-Effekt. Ich glaube, deswegen wart ihr auch so begeistert von diesem Look. Und viele haben mich danach gefragt, erstmal wegen der ausdrucksstarken Augen und dann auch wegen diesem Lifting-Effekt. Da hatte ich mir auch ausnahmsweise mal wieder ein bisschen mehr Mühe gegeben. Fällt immer sofort auf. So, Mascara. Das ist, glaube ich, das einzige Produkt, was ihr noch nicht bei mir gesehen habt, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist die Air Volume, die kennt ihr von mir, die ist auch von L'Oréal Paris, aber diesmal in 30 Stunden Mega Black. Also die ist nochmal extra, extra Black. Und die habe ich auch getragen an dem Tag, das weiß ich wohl noch, weil ich die da nämlich gerade neu hatte. Und da muss ich ein bisschen näher ran. Ich brauche einen Spiegel, sonst sehe ich wieder nichts. Ja, und da tusche ich eben genau vom Ansatz der Wimpern bis in die Längen. Schönes, sattes Schwarz, schöner Fächereffekt. Eine Schicht ist das nur, ne? Zuschrauben, aufschrauben. Anderes Auge. Und dann wieder zuschrauben und aufschrauben und auf der ersten Seite nochmal eine zweite Schicht auftragen. Das ist so schön. Wirklich jetzt. Und es fühlt sich federleicht an. Das mag ich ja an der Air Volume so gerne. Die hat nicht umsonst diesen Namen. Die fühlt sich echt an wie Luft. Mega schönes Ergebnis. Erstmal nur oben. Das lasse ich jetzt antrocknen, damit ich gleich in Ruhe den unteren Wimpernkranz noch machen kann. Und dann wollte ich, ja, was wollte ich denn? Wo habe ich denn? Wo ist denn? Bin schon ganz verwirrt. Ein bisschen Highlighter wollte ich noch auftragen. Da habe ich mich für den Essence Highlighter entschieden. The Highlighter heißt er einfach nur in Nummer 01 Mesmerizing. Das ist die etwas goldenere Version. Da nehme ich ein bisschen was auf und trage mir den nur so auf den höchsten Punkt der Wangen auf. Nur so einen kleinen Hauch von. Der hat nämlich genug Wumms, da darf man sich nicht vertun. Nicht, dass ihr damit übertreibt, das ist auch nicht schlimm. Ne? Weihnachten darf man auch aussehen wie eine Kugel, finde ich. Ist nicht so schlimm. Habe ich jetzt gesagt, Weihnachten darf man aussehen wie eine Kugel. Sieht man sowieso nach dem Essen. Also von daher darf man auch ein bisschen schimmern und scheinen. So, und dann habe ich schon den fertigen Look für den Weihnachtstag. Wenn ihr euch so geschminkt habt, dann würde ich sagen, noch mal ein bisschen Setting Spray oben drüber. Das ist jetzt das Infallible Mattifying Setting Spray, auch wieder von L'Oréal Paris. Das passt eben einfach
insgesamt zu dieser Serie, ne? Also ich habe ja den Primer und den Concealer und die Foundation. Das harmoniert alles miteinander und hält Bombe. Und wenn ich dann noch das passende Setting Spray aufsprühe, wird mir das den ganzen Tag halten. Zumindest habe ich die Erfahrung so gemacht. Und dann könnt ihr das abends ganz einfach nochmal aufpimpen. Aufpimpen im Sinne von. Man kann das jetzt natürlich so lassen. Ich würde jetzt im Normalfall die Augen so lassen. Das Einzige, was ich machen würde, ist am unteren Wimpernkranz nochmal ein bisschen was auftragen, wenn der obere getrocknet ist. Und dann würde ich einen anderen Lippenstift wählen, wenn es dann an den gemütlichen Teil am Abend geht. Im Laufe des Tages kann man den Gloss nochmal nachtragen, wenn man vielleicht genascht hat, was probiert hat oder was getrunken und der ist einfach so verschwunden. Dann kann man den ganz schön in die Handtasche auch schmeißen und nochmal nachtragen. Dann habt ihr auf jeden Fall schöne gepflegte Lippen und am Abend würde ich dann wirklich nochmal einen etwas kräftigeren Lippenstift vielleicht rausholen und den auftragen. Da kann man was Haltbares nehmen, so eine Lip Cream in einem schönen Braun oder in einem schönen Rot. Ich habe jetzt auch wieder einen pflegenden genommen. Das ist der Le Rouge Lumiere Nummer 110. Den hatte ich euch in meinem Age Perfect Video gezeigt, was ich gedreht hatte. Und den finde ich einfach sehr schön pflegend. Gleichzeitig hat der so einen Schimmer mit drin. Den kann man auch gut über den Gloss auftragen, weil er sowieso auch so pflegend ist. Der hat ja diesen Pflegekern. Das ist natürlich dann schon mal so ein bisschen etwas insgesamt so ein kräftigerer Look. Aber für Weihnachten finde ich sowas Glänzendes auch immer schön, weil es hier auch nicht schlimm ist, wenn der sich abträgt. Dann habe ich den auch in der Handtasche und trage den eben nochmal nach. Beziehungsweise, wenn man zu Hause feiert, dann kann man ja zu Hause nochmal nachtragen. Mag ich total gerne, weil das eben auch so einen frischen Look gibt und nicht allzu sehr ablenkt von den Augen. Und man kann natürlich, jetzt nehme ich mal die andere Five-in-a-Box-Palette, weil die gerade hier noch liegt, 070, dieser Khaki-Look-Dingsbums, und gehe in das Gold. Da könnt ihr natürlich zum Abend hin auch nochmal ein bisschen was Goldenes oder Silbernes aufnehmen und das nur so in die Mitte eures Auges tupfen, so quasi auf die Kugel, um das dann nochmal so ein bisschen stärker hervorzuholen. Wisst ihr? Könnt auch bis nach ganz vorne gehen, so wie es euch beliebt. Und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, könnt ihr hier in diesem Bereich auch bei einem matten Ton bleiben. Weil ihr könnt ja abends nochmal, das geht ja ganz schnell, wirklich nur diese eine Farbe nochmal aufzutupfen, da nochmal was metallisch Glänzendes nehmen, in Gold oder Silber oder auch Lila, was eben gerade zu dem Look und auch zu eurer Klamotte dann passt. Und dann habt ihr nochmal so ein extra Moment auf den Augen. Ich finde das sehr, sehr schön. Deswegen hatte ich mich auch für den Highlighter entschieden, der so ein bisschen ins Goldige geht. Ne, so. Und ja, so würde ich das machen. So würde ich mich schminken. Weihnachten, Heiligabend. Aber so kann man sich selbstverständlich auch, wenn ihr euch jetzt die Lippen wegdenkt, denkt euch meine Lippen weg, nur das Augen-Make-up so habt und dann eine Lip Cream auftragt in einem dunklen Ton, wie jetzt zum Beispiel meine Fingernägel sind. Oder in einem Knallrot oder so. So kann man auch Silvester gehen, finde ich. Also das ist auch. Ich habe heute so richtig Lust gehabt, den Look auch nochmal zu schminken. Und ich finde es schön. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hatte jetzt Zeit, mich hier hinzusetzen und das für euch zu drehen. Und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Freude daran. Vielleicht guckt ihr das ja auch erst nach Weihnachten. Dann habt ihr zumindest jetzt schon mal eine Idee, wie es auch Silvester aussehen kann. Ich bin schlau, ne? Naja, deswegen durfte dieses Video auch ein bisschen länger sein, weil ich mir dachte, mein Gott, jetzt über die Feiertage hat man vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit, mal so ganz entspannt im Bett auf der Couch, bei einem Tee, wie auch immer. Das Kind spielt mit seinen neuen Sachen. Da hat man vielleicht auch mal Gelegenheit, sich so ein Video in Gänze anzugucken, sich so ein bisschen unterhalten zu lassen, ein bisschen inspirieren zu lassen. Ja, und so konnte ich noch ein bisschen bei euch sein. Das hat mich sehr gefreut. Ich wünsche euch jetzt allen ein wunderschönes Weihnachtsfest, falls ihr es heute schaut, wo es online geht. Oder morgen. Oder an Heiligabend morgens, kann ja auch sein. Dann wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest. Falls ihr es danach schaut, wünsche ich euch, dass ihr ein schönes Weihnachtsfest hattet. Und jetzt geruhsame Tage nach Weihnachten genießt und euch vielleicht auf Silvester freut. Und wenn ihr das erst im Januar schaut, es hat nicht geschadet, oder? Inspirationen zum Thema Make-up kann man immer aufsaugen, kann man immer gebrauchen. Vielleicht steht ja der nächste Geburtstag an oder das nächste große Fest. Und da ist es vielleicht auch eine Inspiration. Deswegen Video speichern, wenn ihr möchtet. Dann könnt ihr ganz leicht immer wieder hierher zurückfinden. Und bitte abonniert meinen Kanal, da würde ich mich sehr darüber freuen. Falls ihr das nicht schon getan habt, unter diesem Video einfach auf den Abonnieren-Button klicken. Das kostet nichts und ihr bekommt immer Bescheid, wenn ihr die Glocke dazu anmacht,
wenn ein neues Video von mir online geht. Ich bin nicht immer ganz so gesprächig, aber meistens schon. Ich bin eine kleine Labertasche und ich werde auch im nächsten Jahr, 2023, werde ich schon 50. Ne? Dann muss ich auch schreiben, so Make-up Ü50, weil im Moment schreibe ich immer noch Ü40, da muss ich schreiben Ü50 und so. Ja, aber sonst wird sich, glaube ich, nicht so viel ändern. Ich bleibe, wie ich bin. Ja, man ist so alt, wie man sich fühlt und so, wie man im Herzen drauf ist, glaube ich. Und dann spielt das Alter auch keine Rolle. Deswegen werde ich jetzt nicht alles umstellen und irgendwas anders machen als sonst. Man wächst mit den Jahren. Ne? Ihr wächst ja auch mit mir. Und ihr könnt mir dann auch gerne schreiben, welche Themen euch interessieren, was ihr gerne weiterhin sehen würdet oder was ich vielleicht mal neu aufnehmen sollte in mein Videosortiment sozusagen. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt mir alle gesund, ihr wisst Bescheid. Passt gut auf euch auf und ich sage bis zum nächsten Video. Tschüssi.